Okay, na, los jetzt. Du bist für große Übung, gell? Mann, los jetzt. Ich hab schon noch vielleicht noch an deinen Spritzen. Ja? Morgen. Morgen. Ach, Frau Hartmann, die Akte Meyerbeerts habe ich doch noch gefunden. Sehr gut. Sagen Sie, welcher Größenwahnsinnige kommt mit seinem Segelboot zur Arbeit? Ja, das habe ich mir ja schon gewundert. Vielleicht der Reischl. Habe ihn vorhin zur Frau Stockel reingehen sehen. Er steht auf meinem Parkplatz. Ja? Wo ist der Herr Reischl? Der ist zu Frau Dr. Kern gegangen. Wissen Sie, ob das Boot da draußen dem Reischl gehört? Das ist trunken, dem Reischl. Na, das frage ich gerade Sie. Ja, das weiß ich nicht. Das kann gut möglich sein. Typisch Reischl. Einen Espresso Doppio für meinen scheidenden Freund. Jetzt hör schon auf. Irgendwie ist es schon eine harte Nummer, dass du mir zum Stich lässt. Joe, Hamburg ist nicht aus der Welt. Alles, was über der Donau ist, ist aus der Welt. Hm. Herr Hansen? Hier bin ich. Christian Litt. Freut mich sehr. Hatten Sie eine gute Reise? Naja, 12 Stunden Nachtfahrt auf der Autobahn. Spaß ist anders. Sind Sie da mit dem zweiten Gang runtergefahren? So ähnlich. Ich hätte noch mein Segelboot im Gepäck. Okay. Ja, darf ich bekannt machen? Ignaz Kaspar oder einfach Joe? Sven Hansen. Hi Joe. Sven. Servus. Joe war mir ein wertvoller Ratgeber. Vor allem was die Sitten und Gebräuche der Bayern angeht. Und die der Bayerinnen. Und was trinkt der Sven? Erstmal nur Kaffee und Wasser, bitte. Gern. Hübsche Kneipe. Auch nicht. Hallo. Hallo, ich suche den Reischl. Der ist eben weg, der wollte zum 80er. Sag mal, weißt du, ob das sein Boot ist? Dieses Riesenteil auf dem Parkplatz? Du meinst, das gehört ihm? Na, das vermute ich mal stark. Wer kommt sonst auf so eine angeberische Schnapsidee, mit seinem Boot durch Rosenheim zu juckeln? Ja, dann fange ich mal mit dir einen neuen Kollegen an. Der wäre erstmal der Knut. Knut Fietz. Er arbeitet nur Teilzeit. Er kommt aus einer Fischerfamilie und muss im Betrieb noch mithelfen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Du. Die Ortmann steht auf dem Hof aus seinem Parkplatz. Mhm. Und er kommt gerade. Das Boot gehört ein Reischl. Wann ist aus? Könnt ihr überhaupt segeln? Wieso? Ist doch standesgemäß. Ha? Leid, ich muss. Der 80er war. Ja, für die Hartl. Das nächste Mal kommt er mit Zippe denn. Ist gut.
So. Ja. Guten Morgen. Herr Hofer. Ich habe Ihren Kollegen Herrn Hartl hinzugezogen. Also nur so lang, bis unser neuer Mann da ist. Grüß dich, grüß dich. Das ist Stadtbrandinspektor Hausner von der Freiwilligen Feuerwehr. Herrn Reischl kennen Sie ja. Sehr gerne, Reischl. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Also, gestern ist bei einer Übung der Feuerwehrmann... Valentin Luckner. Ja, Valentin Luckner von der Leiter gestürzt und zu Tode gekommen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die neue Drillleiter eingeweiht. Ein bescheidener Beitrag von mir zur Unterstützung der Rosenheimer Feuerwehr. Ja, Herr Hausner hat sich diesen Sturz nicht erklären können. Ja, Herr Luckner war einer unserer erfahrensten Männer. So ein Sturz ist einfach von der Leiter. Und die Obduktion hat ergeben, dass er mit Arsen vergiftet wurde. Sauber, wir haben das zu sich genommen, das Arsen. Ja, daran arbeitet die Frau Dr. Kern auch. Herr Hausner hat uns jede Unterstützung zugesagt. Naja, ich will, dass dieser Fall lückenlos aufgeklärt wird. Das bin ich Valentin und meinen Männern schuldig. Also, falls ich mich da irgendwie einbringen kann, ich stehe natürlich zur Verfügung. Schön. Ja? Oh, Sie haben eine Besprechung. Ja, entschuldigen Sie, Frau Ortmann, aber Sie stehen auf meinem Parkplatz. Ja, das tue ich, weil der Herr Reischl auf meinem Parkplatz steht. Tue ich das wirklich? Dann bitte ich Sie natürlich um Verzeihung. Ich werde sofort wegfahren. Wäre da noch irgendetwas? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay, gut. Dann haben Sie die Ehre. Herr Reischl, Mast und Schotbruch, gell? Ja, genau. Mast und Schotbruch. Das ist aber ein schicker Flitzer, Frau Ortmann. Danke. Bitte. Glück. Ebenso. Tja. Mach's gut, mein Freund. Du auch. Hey. Vermissen. Ich werde ihn vermissen. Und das war jetzt die erste Lektion. Ich suche einen Anlegeplatz für Moby Dick. Für wen? Ach so, mein Boot. Da wisst ihr was. Der Danninger Albin, der hat einen. Und im Gegenzug könnten Sie mir ein bisschen Segellatein beibringen. Das hat mich schon immer ein bisschen bitzelt. Auch gejuckt. Mach ich gerne. So funktioniert es bei uns. Also durch ständiges Geben und Nehmen wird jeder von jedem sei Amigo. Herr Hofer? Ja? Ich bin der Sebastian Tauber. Grüß Gott. Der Valentin war mein Partner und mein Freund. Meine Frau kommt auch gleich mit den anderen zwei. Und unser Hof ist gleich da hinten. Der Bruder von Herrn Luckner hätte auch kommen sollen. Ja, den hat meine Frau dabei. Mhm. Und dem seine Frau auch, wie sie das angeschafft haben. Sie haben einen Schlüssel zum Haus von Herrn Luckner. Ja, freilich. Und jetzt zu meinem Sicherheitshalber, wissen Sie. Kommen Sie endlich! Ich bin ja schon da. Das ist übrigens der Hauptkommissar Hartl, unser Schwester. Alles gut. Ach, ist das Segelboot immer noch da? Ja, das ist der neue Hafen von Herrn Reischl. Unser neuer Mann, hat er sich jetzt gemeldet? Na? Immer noch nicht. Und der bloß bleibt. Kommt ja gut an.
Wie lange haben Sie den Herrn Lochner schon gekannt? Mei, schon ewig. Wir sind miteinander in die Schule gegangen und haben miteinander studiert. Und als die Eltern die Höfe übergeben haben, da haben wir uns zusammengetan. Mhm. Ja, ja. Also bis dann. Bus ist unterwegs. Schön. Was sollen Sie denn eigentlich? Der Herr Lochner ist vergiftet worden. Ich denke mal, dass er vor der Übung noch gefrühstückt hat. Was, vergiftet? Ja, leider. Nimmst du jetzt mit und mach mal die Sperrenzer? Ich geh ja mit. Ja. Suchen Sie jemanden? Ja, ein Herrn 80er. Mein Name ist Hansen. Ach, Herr Hansen. Willkommen an Bord. Patricia Ortmann. Auch Mord? Nein. Die einzigen Leichen, mit denen ich es zu tun habe, sind Karteileichen. Ich mache das Controlling. Controlling? Braucht man das hier? Ja, mehr als Sie denken. Herr 80er hat sein Büro gleich da. Ach, danke. Bitte. Ach, noch was. Ich parke draußen auf einem Dienstparkplatz. Das geht doch, oder? Ja, sicher. Sie sind ja jetzt einer von uns. Braucht man das hier? Ja? Guten Tag, Hansen. Ah, Herr Hansen. Endlich. Grüß Gott. Herzlich willkommen in Rosenheim. Danke. Bitte. Und haben Sie schon eine Bleibe? Ja, mein Vater hat meine Wohnung in der Nikolaistraße besorgt. In der Nikolaistraße? Ja, dann sind wir ja jetzt Nachbarn. Ja, Herr Hansen, ich möchte bitten, die speziellen Umstände Ihrer Versetzung nicht an die große Glocke zu hängen. Es herrscht mir eh schon genug Tratsch. Es muss reichen, dass Sie im Austausch für ein Lied kommen. Okay. Und vermeiden Sie vor allem, die freundschaftliche Beziehung zwischen mir und Ihrem Vater anzusprechen. Ja? Herr 80, folgendes. Ich bin jetzt mit den ganzen Feuerwehrleuten durch und konkret hat es aber nichts ergeben. Und unkonkret? Auch nichts. Herr Amor, das hier ist Herr Hansen. Ach so, ja. Grüß Gott, herzlich willkommen. Dach. Herr Amor ist eine wichtige Stütze unserer Truppe. Danke. Hi, freut mich, Sie kennenzulernen. Einerseits. Sonst noch was? Ne? Ach so, ja. Tut mir so leid, Monika. Mein Beileid. Viktor. Ich kann das noch gar nicht fassen. Grüß Gott. Grüß Gott, Hofer Kripper Rosenheim. Das ist mein Kollege, der Herr Hartl. Ja. Ich bin Sabine Zauber, seine Frau. Viktor Lochner, Valentins Bruder, Monika Lochner, seine Frau. Mein Beileid. Vergiftet haben Sie den Valentin. Vergiftet? Deswegen prüfen Sie jetzt da die Lebensmittel. Sagen Sie mal, Sie sind doch auch da dabei gewesen, wo das passiert ist. Ja. Ist Ihnen da nichts Ungewöhnliches aufgefallen? Nein. Jede Kleinigkeit kann hier von Bedeutung sein. Also denken Sie mal gescheit nach. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt, aber weil sie vergiftet sind. Kurz bevor die Übung losgegangen ist, hat der Valentin sein Marmeladenbrot gegessen. Sein Marmeladenbrot? Das klingt nach Gewohnheit. Der Valentin hat meine selbstgemachte Marmelade geliebt. Dann hat er nichts. Was war Ihr Bruder für ein Mensch? Schwierig, ganz schwierig. Er hat meinen Mann andauernd bevormundet. Er war halt der Ältere. Sie wissen ja, wie das ist. Ja, er war schon sehr selbstgerecht. Also, ich will jetzt, weiß Gott, nicht schlecht über ihn reden. Aber er hat ihm andauernd seinen Erfolg unter die Nase gehalten. Was machen Sie beruflich? Architekt. Wer sich anstrengt, der kommt auch zu was. Und wer es zu nichts bringt, der hat sich auch nicht angestrengt. So in der Art. Geht's Ihnen gerade nicht so gut beruflich? Ja, im Augenblick nicht so. Gut. Mhm. Ja. Der Neue ist beim 80er. Ja, Moa? Ja, Michi.
Du fährst jetzt zur Feuerwehr. Da ist im Küchenabteil vom Aufenthaltsraum ein Kühlschrank. Da ist ein Marmeladenglas drin, das bläst das Labor. Jetzt gleich. Ja, super, Michi. Du schlag mir zur Beförderung vor. Ja, Zeit wird's. Verstanden. Ja? Frau Stockel, das ist der Hans. Frau Stockel ist der gute Geist im Haus, unsere Sekretärin. Ah. Sie sind der Neue, gell? Richtig. Mein Name ist Miriam Stockel. Sven Hansen. Freut mich, Frau Stockel. Ach, Herr 80er, ich hätte ein paar Unterschriften. Ja. Ja? Herr 80er. Ich müsste zur Feuerwehr und da habe ich mir gedacht, ich könnte ja mal gleich, also den Herrn Hansen gleich mitnehmen und in den Fall einweihen. Gute Idee, was meinen Sie? Klar, los geht's. Wiedersehen. 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 Also Frau Stockel, da ist ja gar nichts zum Unterschreiben drin. Entschuldigung. Frau Stockel. Die Monika und ich arbeiten als Altenpflegerinnen in der Seniorenresidenz Sonnenberg. Die Monika Luckner hat vorhin gesagt, dass das Verhältnis der beiden Brüder nicht das Beste gewesen ist. Das stimmt so nicht. Herr Schröder, der Valentin hat den Viktor öfters einmal zusammenbügelt, weil der seinen Anschnitt hochgekriegt hat. Aber letztlich hat er eben zu einem Käufer. Ja, der Valentin war ein Perfektionist. Manisch-pedantisch. Schon die kleinste Abweichung von der Ideallinie hat er nicht verputzen können. Nichts war ihm gut genug. Außer deiner Marmelade. Das war auch der Grund, warum er keine Frau gefunden hat. Bei jeder war ein Haar in der Suppe. Das hat ihn zum Eigenbrötler gemacht. Valentin war ein guter Kerl. Der hat bloß keine richtige Geduld gehabt mit den Menschen. Ja. Vor allem wohl nicht mit seinem Bruder. Ja, aber wie gesagt, eigentlich haben sie die zwei Ming. Bitte schön, das ist da unser Küch. Und da ist der Kühlschrank, den Sie sehen wollten. Ja. Ich glaube, da haben Sie jetzt alles, was Sie brauchen. Also das, gell. Dann warten Sie da. Danke, Kollege. Also, danke, ja. Servus. Ich bin nämlich früher auch bei den Freiwilligen gewesen. Mhm. Jetzt sind Sie nicht mehr dabei. Na, keine Zeit. So. Da ist kein Marmelast. Da sind keine. Da auch nicht. Schauen Sie doch da mal bitte rein. Wo? Da. Bingo. Wollen Sie? Doch ist der. Aufmachen? Jawohl. Das ist eine Erdbeermarmelade. Das ist ein bisschen streng. Vielleicht was drin, die nehmen wir mit. Mitnehmen. Und wie lange sind Sie zwar schon verheiratet? 8 Jahre. Kinder? Nein. Können Sie mir das erklären? Erklär's ihm du. Ich war mal mit Valentin zusammen. Nur ein paar Monate, dann war wieder Schluss. Und dann sind wir zwei zusammengekommen. Ja. Und das hat der Herr Luckner einfach so toleriert? Weil ich ihm nichts übrig bin. Der war sogar unser Trauzeuge in der Hand. Ich musste ihm nur versprechen, ihn weiterhin mit meiner Marmelade zu beliefern. Hm. Grüß euch. Grüß Gott. Grüß Gott. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Luckner ein Glas, wo nur Marmelade drin ist, in die Kirche reinschmeißt. Sie meinen, es war der Mörder, ja? Ja, freilich, damit wir es nicht finden. Und außerdem wollte er verhindern, dass nur jemand von der Marmelade isst. Also ich weiß nicht, Kollege Mohr. Wenn ich der Mörder wäre, würde ich es nach der Tat sofort an mich nehmen und sicher entsorgen. Ich würde es nicht unbedingt in den Mülleimer werfen. Ja, das hätte ich auch nicht gemacht. Aber wieso war das Glasl in dem Kübel drin? Ja, wahrscheinlich hat es doch Valentin Luckner weggeworfen. Ganz einfach, weil ihm die Marmelade nicht geschmeckt hat. Wegen dem bittermandelartigen Geschmack, von dem Arsen. Ach so, ja. Ja, so kann es gewesen sein. Glück für uns. Wieso? Vielleicht wollte der Mörder nach der Tat ja wirklich das Glas sofort entsorgen, hat es aber im Kühlschrank nicht mehr gefunden. Thank you.
Sie, Herr Reischl. Ich sehe noch viel mehr, Frau Hofer. Bringen Sie mir was. Kuchen. Ich hoffe, Sie haben nichts gegen eine kleine süße Pause. Na, schöne Idee, wissen Sie was? Dann mache ich uns schnell meinen Kaffee, ja? Aber bleiben Sie nicht zu lange weg, sonst esse ich am Schluss alles alleine. Bratmann, das Boot steht immer noch draußen. Ja, es gehört nicht dem Herrn Reischl. Sagen Sie, können Sie nicht rausfinden, wem es gehört? Sie haben noch Zugang zur Halterdatei. Frau Ortmann, ich bin beschäftigt. Ich muss jetzt zum Kriminalhauptkommissar Hofer, gell? Aber ich sag's einmal. Danke. Was macht der Akrat in Rosenheim? Rosenheim ist schön. Ja, aber so einer bringt doch Mafia-Gangster in Frankfurt oder in St. Pauli auf dem Kiez zur Strecke, aber Rosenheim. Vielleicht hole ich sie jetzt ein bisschen gemütlicher an. Vielleicht hat er aber auch untertauchen müssen. Wieso jetzt untertauchen? Na, es kann ja sein, dass der undercover-mäßig verbrannt ist. Mein Stockel. Ja, wer sucht ganz schön Rosenheim? Na ja. Grüß dich, Stockel. Hartl. Ah, Michi, du sollst bei einem Auftrag von der Frau Ortmann den Halter von dem Segelboot ermitteln. Ja, ist recht. Gibt's eigentlich was Neues von der Marmelade? Ja, freilich. Vergiftet ist gewesen. Wir haben es gefunden in einem Abfalleimer. Und der Hansl hat gemeint, dass der Luckner weggeschmissen hat, weil es so bitter geschmeckt hat wegen dem Arsen. Und wie der Mörder dann zurückgekommen ist, um das zu entsorgen, hat er es natürlich nicht mehr gefunden. So, der Hansl. Mhm. Ui, ist er das? Ja. Und der Hofer, wo ist der? Ich glaube, der ist bei dir. Nein, ist er nicht. Ja, da ist er. Bis kurz. Ja. Mein Name ist Hofer, Kabinian Hofer. Sie sind der Hansl? Richtig. Herzlich willkommen. Ja, wir zwei sind ab jetzt das neue Team. Freut mich. Und der Herr, der da kommt, das ist der Herr Hartl vom Betrugsdezernat. Der hilft nochmal ein bisschen aus bei uns. Ist nicht unbedingt der Schnellste, aber ansonsten ist er ein netter Kerl. Bis kurz. Tag. Also wir singen, der Herr Hofer blast sich gerne mal ein bisschen auf. He? Ja, und wie ist da rausgekommen? Also ich habe mir mal den E-Mail-Verkehr von unserem Toten angesehen. Ne? Da waren ganz interessante E-Mails dabei, die alle darauf hindeuten, dass er etwas mit einer gewissen Sabine hatte. Wie sind Sie so schnell an die Mails gekommen? Ja, die Spurensicherung ist doch in Luckners Haus. Ich habe da angerufen und mir den ganzen E-Mail-Verkehr herschicken lassen. Nicht verkehrt. Und darunter waren eben mehrere E-Mails von dieser Sabine. Herr Mohr hat mir gesagt, dass es sich dabei um die Ehefrau von Luckners Partner handelt. Sebastian Tauber? Ja, genau. Lieber Valentin, Sebastian ist morgen auf Geschäftsreise. Treffen wir uns? Bei dir? Wann? Gruß Sabine. Ja. Ich habe nur 4 ähnliche E-Mails gefunden. Bei allen handelt es sich um Treffen, wenn ihr Mann unterwegs war. Von wegen alles Paletti. Die Tauber, die hatte ihr Mohr hinten und vorne. Also nach Strich und Faden betrogen wohl. Ja, schaut ganz so aus. Wahrscheinlich ist bei den beiden die alte Leidenschaft wieder aufgeflammt. Hat sich für mich alles viel zu vernünftig angehört. Was denn genau? Also es ist ja so, die Sabine Tauber und der Valentin Luckner waren einmal ein Paar. Dann haben sie festgestellt, dass sie nicht zueinander passen und haben sich wieder getrennt. Und dann ist der Tauber eingesprungen und hat's geheiratet. Was geht denn mir gut, wenn man die Abgelegte von einem Freund übernimmt, oder? Ist doch der Rückfall vorprogrammiert. Dann ist es ja gut, dass ich das Ehepaar Tauber für morgen hergestellt habe. Na, da schau her. Siehst, Hartl, da kannst du wieder mal was lernen. Sie sind doch nicht bloß zum Kuchenessen gekommen, ha? Eigentlich schon. Aber by the way, ich bin eigentlich gekommen, um mich in die Schlange zu stellen. Ja, in die Schlange derer, die eine Rede von Ihnen wünschen. Zu welchem Anlass? Leider zu einem traurigen, wie Sie vielleicht von Ihrem Herrn Bruder schon wissen, der Valentin Luckner. Ja, der ist tot. Ja, schrecklich. Der Valentin war Mitglied bei uns im Mittelstandsforum. Ich bin ja deren Vorsitzender. Verstehe, und da brauchen Sie zur Rede. Normalerweise ist das für mich kein Problem, wissen Sie, aber bei Tod, also man, da fällt mir partout nichts ein. Sie müssen seine Verdienste würdigen. Ich habe gewusst, Sie sind die richtige Frau. Ich hätte hier die Details. Wissen Sie, bei sowas Emotionalen, da macht der Ton die Musik. Und ich bin sicher, Sie treffen den richtigen Ton.
Da, über dem Fitnessstudio soll die Wohnung sein. Ach, da? Ja, da wohnen Sie mir ja fast gegenüber. Sowas dachte ich mir schon. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Gern geschehen. Haben Sie eigentlich keinen eigenen Wagen? Doch, aber der steht noch vor dem Präsidium. Und mit dem Boot im Schlepptau finde ich da bestimmt keinen Parkplatz. Sie sind das? Ja. Dann lassen Sie das bloß nicht Frau Ortmann wissen. Warum? Ich habe sie gefragt. Sie hätte nichts dagegen. Tatsächlich? Ja. Naja, dann ist ja alles bestens. Also bis morgen. Bis morgen, Herr Nachbar. Aha. Hansen? Servus, Pastor Joe. Also das mit dem Anlegeplatz, das geht jetzt in Ordnung. Kostet natürlich ein bisschen was. Natürlich. Wann kann ich mein Boot bringen? Wieso? Morgen Nachmittag. So, ab 5 wäre der Albin da. Ab 5, das schaffe ich. Vielen Dank, Joe. Was bringt's? Herr Rede. Und? Wie ist der Neue? Blond, was für eine Rede? Zum Tod vom Luckner. Wie alt ist er? Der Hansen? Ja. Keine Ahnung, Anfang 30 vielleicht. Hinter Reich Liberia, unsere Rede. Na, er hält's im Mittelstandsforum. Wie schaut er denn aus? Der Hansen? Ja. Dünn? War der Luckner im Mittelstandsforum? Ja, wie dünn? Von dir aus gesehen dünn oder wirklich dünn? Dünn wie der Lind, aber länger. Der Lind war doch nicht dünn. Eigentlich war der dünn. Ich hab Hunger, was gibt's zum Essen? Nix. Damit du auch schön dünn wirst. Morgen, Vivi. Grüß dich, Sandy. Herr Dr. Brückner. Guten Morgen, Herr Hansen. Moin, moin. Tschüss, Herr. Wieso sind Sie schon da? Das heißt ja schon. Ich dachte, Arbeitsbeginn sei 8 Uhr. Das stimmt. Ich habe übrigens gerade einen frischen Kaffee gemacht. Wollen Sie einen? Gerne. Danke. Ein Brezel hätte ich auch für Sie. Eine Brezel? Danke. Guten Morgen, Stockel. Darf ich an dein Computer? Gerne, Michi. Danke, Stockel. Bitte, Michi. Moin, moin, Herr Mohr. Hansen, sagen Sie mal. Na, sagen Sie mal, der Hof war gehört wohl nicht zu den Pünktlichsten. Nein, wird heute nur auf dem Hof was zu tun gehabt haben. Was denn für ein Hof? Der Hof ist nebenbei Bauer. Bauer? Ach so. Herr Hansen! Wurscht. Also doch. Stockel, komm mal her. Was glaubst du, wenn man die Badewanne da unten kehrt? Keine Ahnung. Herm. Na. Ja, Hansen, Sie müssen Ihr Schiff halt da wegfahren. Wieso das denn? Weil Sie die Frau Ortmann sonst ungespitzt den Boden einhaut. Hm. Ich habe aber Frau Ortmanns Segen. Ah ja? Ja, ja. Und, packen wir's? Ja, packen wir's. Hansen, das ist das Ehepaar Luckner und das ist das Ehepaar Tauber. Was machen die Luckners hier? Na, der Kabine, also der Hofer wohnt da oben. Schön, fehlt nur er selbst. Herr Tauber, kommen Sie bitte mit. Herr Hansen, hätten Sie was dagegen, wenn ich ein bisschen zuhöre? Mal sehen, was der Neue so macht. Ne? Nein. Ihre Frau war früher mit Valentin Luckner zusammen? Ja, das ist aber nicht lang gut gegangen mit den beiden. Geht es denn gut zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Ja. Auf Herr Luckners Computer sind die ganzen Geschäftsdaten. Also Schriftverkehr mit den Kunden, dem Finanzamt, Verträge, Buchhaltung und so weiter. War er mehr für das Kaufmännische zuständig? Ja, ich bin mehr so der Praktiker. Aber Sie hatten jederzeit auch Zugang zu den Daten. Ja. Konnten also jederzeit ran an den Computer. Ja, völlig. Hätten also auch diese Mails hier einsehen können. Schauen Sie mal. Und? Das ist alles, was Ihnen dazu einfällt.
Das ist ein Treffen zwischen Ihrer Frau und Valentin Luckner. Die haben sich heimlich getroffen, wenn Sie auf Geschäftsreise waren. Ja. Als Sie die Mails zum ersten Mal gelesen haben, haben Sie sicher nicht so gelassen reagiert wie jetzt. Da waren Sie doch rasend vor Eifersucht und Sie wussten, dass er gern Marmelade isst. Sie haben die Marmelade vergiftet, um Ihren Nebenbuhler zu beseitigen. Ja, ich habe gewusst, dass dieser Biene mit dem Valentin geschlafen hat. Aber einen Nebenbuhler, den der Schlage vielleicht, den vergifte ich doch nicht mit einem Glasel Kirschmarmelade, bitte. Was haben Sie dann gemacht, als Sie die Mails gelesen haben? Ich hab's nicht aus den Mails erfahren. Ach, sondern? Meine Frau hat's vorgeschlagen und ich war einverstanden. Das darf doch nicht wahr sein. Na super, alles in Ordnung. Sie sollen Ihrem Mann gesagt haben, dass Sie mit Herrn Luckner schlafen wollen. Ja, das stimmt. Und er war damit rundherum einverstanden. Ja. Herr Mohr, glauben Sie das? Nein. Ja, also ich auch nicht. Es sei denn, es gibt einen triftigen Grund. Entschuldigen Sie, aber ich muss Sie das jetzt fragen. Konnte Ihr Mann Sie nicht ausreichend befriedigen? Doch. Das war nicht der Grund. Dann sagen Sie mir den Grund. Frau Tauber, es geht hier um Mord. Herr Mohr, holen Sie mir bitte Frau Luckner rein. Und Sie warten bitte draußen. So. Frau Luckner, bitte. Herr Mohr. Ja. Gott sei Dank. Die Halterüberprüfung schon gemacht? Das weißt doch ich nicht. Frau Ortmann, da können Sie jetzt nicht stören. Frau Luckner, Sie arbeiten zusammen mit Sabine Tauber in der Seniorenresidenz Sonnenberg. Ja. Wie ist Ihr Verhältnis zu Frau Tauber? Sind Sie befreundet? Ja. Also Sie sind befreundet. Man arbeitet zusammen. Da redet man doch sicher öfter mal über intime Dinge. Wussten Sie, dass Frau Tauber mit Valentin Luckner geschlafen hat? Natürlich, Sie waren doch früher mal zusammen. Nein, nein, ich meine nicht damals, sondern jetzt. Was? Sie haben es nicht gewusst? Nein. Hat sie Ihnen sonst etwas anvertraut? Nein. Nein? Dann können Sie draußen warten. Bitte. Etwas wäre da noch. Vor 3 Wochen, da hat sie mir erzählt, dass sie schwanger ist. Hm. Danke. Ach, grüß Gott. Grüß Gott. Habe ich was verpasst? Wieso haben Sie die Luckners herbestellt? Naja, gestern Abend noch beim Anwalt vom Valentin Luckner. Der wollte sein Testament ändern. Ja. Also bisher war der Viktor Luckner sein Bruder, der Hauptbegünstigte. Jetzt, wenn der Viktor das gewusst hat und er bringt seinen Bruder vor der Testamentsänderung nur um, dann sehe ich, das ist sein Anspruch. Also das wird durchaus ein Motiv. Ja. Wer hätte der Hauptbegünstigte sein sollen? Der Sohn von Valentin Luckner. Nur was ein bisschen blöd ist, der hat überhaupt keine Kinder. Vielleicht doch. Also was habe ich verpasst? Das werden Sie gleich sehen. Bitte. Okay. Schauen wir mal. Herr Tauber, bitte, Frau Tauber, bitte. Frau Tauber, Sie sind schwanger. Mhm. Herr Tauber, Sie sind zeugungsunfähig. Also musste der Freund aus alten Tagen herhalten. Ja. Nach einigem Zögern hat Valentin sein Einverständnis gegeben. Er hat versprochen, dass er nichts sagt. Weil
Es muss auch nicht gleich jeder wissen, dass das Kind von ihm ist und nicht von mir. Wir haben uns heimlich getroffen. Ich wollte gar nicht wissen, wo sie es machen und wie sie es machen. Und weil so stark bin ich danach nicht. Wenn es ein Bub wird, dann soll er Valentin heißen. Warten Sie bitte draußen. Du Stockl, ich hab so einen Durst. Hättest du einen Klang für ein Limo? Zitronenlimo oder Orangenlimo? Was willst du denn wissen? Ja, Zitronenlimo kostet 50 Cent und Orangenlimo 60. Logisch! Der Dauber hat ja gerade von Kirschmarmelade geredet, oder? Ja. Ja, wieso? Weil ich immer gerade der Limo rauslassen wollte und da fragt mich die Stockl, Orangenlimo oder Zitronenlimo? Was hat das jetzt mit der Marmelade zu tun? Sau fui, weil Marmelade ist auch nicht gleich Marmelade. Was für Marmelade war die vergiftete Marmelade? Erdbeermarmelade. Und von was für Marmelade hat der Dauber geredet? Ja, Kirschmarmelade. Herr Mohr, holen Sie mal bitte Frau Tauber rein. Ja. Die vergiftete Marmelade war Erdbeermarmelade. Tauber sprach aber von Kirschmarmelade. Ich hab's gerade mehrfach gehört. Ja. Was für Marmelade machen Sie ein? Normalerweise Erdbeermarmelade, aber dieses Jahr habe ich ausnahmsweise Kirschmarmelade eingemacht. Warum? Und genau diese Marmelade hat Herr Luxner bekommen. Ja? Also nur Kirschmarmelade? Ja. Kann es sein, dass er noch Erdbeermarmelade vom letzten Jahr übrig hatte? Nein, die ist ihm ausgegangen. Danke, Sie können draußen warten. Herr Mohr, bringen Sie bitte die ganze Bande in den Vernehmungsraum, ja? Ja. So. Deklinieren wir die Sache mal durch. Frau Tauber stellt Marmelade her, Erdbeermarmelade für Valentin. Nur gab es dieses Jahr keine Erdbeermarmelade, sondern Kirschmarmelade. Also erstens muss der Täter von Valentin Luckners Vorliebe für Marmelade gewusst haben. Zweitens muss er gewusst haben, dass es immer Erdbeermarmelade war. Drittens wusste er aber nicht, dass es dieses Jahr anders war. Also hat er seine eigene Erdbeermarmelade hergestellt und hat sie vergiftet. Er hat sie im Kühlschrank der Feuerwehrküche gegen die vermeintlich andere Erdbeermarmelade ausgetauscht. Die aber in Wirklichkeit Kirschmarmelade war. Wer kann sonst noch von seiner Vorliebe gewusst haben? Zum Beispiel der Bruder. Oder die Ehefrau. Genau. Frau Stockl, sorgst du dafür, dass die Spurensicherung die Wohnung von den Luckners durchsucht? Ach was? Herr Mohr? Verzeiht. Morgen, Frau Hartmann. Morgen. Was wollten Sie von ihm? Herr Mohr sollte für mich eine Halterüberprüfung machen. Wozu denn das? Weil ich endlich wissen will, wer auf meinem Parkplatz steht. Ach, das wissen Sie nicht. Nein. Wieso? Wissen Sie irgendwas? Ich? Oh, ist der heiß. Wissen Sie, wo ich stehe? Unten bei der Metzgerei Meier, im Halteverbot. Gestern habe ich glatt einen Strafzettel bekommen. Na, das sehen Sie mal. Auf die Rosenheimer Polizei ist doch Verlass. Super. Wie lange dauert das noch? Mein Kollege kommt gleich. Da, was habe ich gesagt? Wieso haben Sie unsere Wohnung durchsucht? Wir hatten unsere Gründe dafür. Sie machen Marmelade ein? Ja. War die Marmelade vergiftet? Ja. Die aus dem Kühlschrank in der Feuerwehrküche. Genau die. Welche Marmelade isst der Bruder normalerweise? Erdbeermarmelade. Von der Sabine. Die vergiftete Marmelade war Erdbeermarmelade. Also war es Sabine? Nein. Die Sabine Tauber hat dieses Jahr ausnahmsweise Kirschmarmelade eingekocht. Welche Marmelade haben Sie eingekocht, Frau Luckner? Erdbeermarmelade. Wir haben die Erdbeermarmelade aus Ihrer Küche mit der vergifteten Marmelade verglichen. Sie enthalten zu 100% dieselben Beschaffenheitsanteile. Sie haben dem Valentin Luckner die vergiftete Marmelade untergeschoben. Mein Gott. Ich hab's für dich getan. Du wärst doch viel zu feig dazu gewesen. Hast dich mit seinen Almosen begnügt. Wie hätt's denn weitergehen sollen? In 2 Tagen hättest du den Offenbarungseid leisten müssen. Da fallen sie in immer Käufer. Herr Luther, bitte. Mit seinen homöopathischen Geldspritzen, damit auch schön die Abhängigkeit erhalten bleibt. Und dann wollte er dich auch noch enterben. Ich hab's einfach satt gehabt, wie wir alle nach seiner Pfeife tanzen mussten. Frau Luckner, Sie sind vorläufig festgenommen, wegen des dringenden Tatverdachts, Valentin Luckner ermordet zu haben. Michi abführen. Frau Luckner, wenn Sie bitte mitkommen möchten.
Ich habe gehört, Sie haben Ihren ersten Fall gelöst. Ach, die Marmelade. Hofer und ich, ja. Schön. Sagen Sie, haben Sie eigentlich schon eine Wohnung? Die habe ich, ja. Fix? Hofer hat mir schon gesagt, dass Sie ein fixer Kerl sind. Also, bis morgen. Bis morgen. Bin ja mal gespannt, ob ich schon wieder ein Knäuelchen habe. Ja, Mama, ich weiß, dass ich mich lange nicht gemeldet habe.